Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Meinungsmittwoch. Ich sitze gerade auf meiner Terrasse, wie ihr unschwer sehen könnt, und genieße ein bisschen das Wetter und die Luft. Und ich habe eine Mütze auf, was darin liegt, dass ich heute höchst unzufrieden mit meinen Haaren war und das irgendwie verstecken wollte. Es ist lange her, dass ich das tatsächlich getan habe. Ja, ich habe natürlich wieder ein paar Gedanken, die ich heute mit euch teilen wollte. Und es geht um ein Thema, was mich jetzt schon seit längerem begleitet, worüber ich auch schon ein paar Mal geredet habe. Es geht um das Thema eine Beziehung finden, eine Partnerin finden für mich und dass ich mich damit sehr schwer tue. Ich habe neulich auf Twitter da mal um Rat gefragt, so hey, wie lernt man jemanden kennen? Ich habe da null Erfahrung drin, ich weiß es nicht. Und natürlich kamen solche Sachen wie, ja, du musst in den Verein gehen und so, du musst rausgehen und in irgendwie in feiern gehen oder was weiß ich nicht was, geh in eine Kneipe, geh in eine Bar. Das sind halt alles so Sachen, die für mich zum Beispiel extrem schwierig sind. Ich bin kein Vereinsmensch. Ich war in meinem Leben in mehreren Vereinen und habe mich unterm Strich nie wohl gefühlt. Ich gehe ungern raus feiern oder sowas. Ich bin halt wirklich, das ist das Problem, ich bin ja sehr, sehr introvertiert. Auch, ich weiß, ich kriege da manchmal so ein paar kritische Nachfragen, weil ich sehr viel von meinem Leben zum Beispiel ins Internet stelle, aber ich bin an sich sehr introvertiert, so im persönlichen Kontakt. Und das macht es halt für mich schwierig. Und dann ist natürlich eine große Anlaufstelle das Thema Online-Dating. Was auf den ersten Blick natürlich genau für Menschen wie mich sehr sinnvoll erscheint. Das ist, man hat erstmal kein persönliches Treffen, man kann sich in Ruhe vorstellen und kann sich in Ruhe ein Bild über den anderen machen. Aber ich glaube, genau da fangen auch einfach die Probleme an. Es gibt verschiedene Arten von Online-Dating. Es gibt sowas wie Tinder oder Bumble, wo man relativ kurzfristig entscheidet, mag man denjenigen oder nicht. Und es gibt andere Online-Dating-Plattformen. Und da rede ich jetzt nicht von Parship oder Elite-Partner. Das sind Abzock-Plattformen, die da wirklich Geld mit dem schweren Schicksal einiger Leute machen und das auch sehr, sehr brutal durchboxen wollen, indem sie einen mit kostenlosen Mitgliedschaften locken und man den Leuten nicht mal eine Nachricht schreiben kann. Beziehungsweise zum Beispiel ich war mal bei Parship angemeldet mit einer kostenlosen Mitgliedschaft und ich konnte anderen Mitgliedern genau eine Nachricht schreiben und alles, sowas wie Handynummer, E-Mail-Adresse, alternative Kontaktmöglichkeiten, wurde halt herausgefiltert. Also es wurde wirklich gesagt, so nein, die Nachricht kann nicht versendet werden, weil du eine E-Mail-Adresse darin jetzt angegeben hast, zum Beispiel. Also sowas ist schon krass. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass es mir da ein Punkt tatsächlich aufgefallen ist, der das Online-Dating sehr, sehr viel schwieriger und unnötig kompliziert macht im Vergleich zum normalen Dating und normalen Kennenlernen. Ich bin auf einer Online-Dating-Börse, Dating-Markt-App-Gedöns Community angemeldet, die tatsächlich umsonst ist, Finja, wo ich auch regelmäßig reinschaue. Und mit so das Erste, was man angeben kann im Profil, was auch sehr weit oben angezeigt wird, also was man eigentlich auch direkt auf den ersten Blick sieht, ist, ob man einen Kinderwunsch hat oder nicht. Ich meine, ist das so, ja, sicherlich hat da jeder eine Idee und eine Vorstellung von, ob er das möchte oder nicht. Die habe ich auch. Ich möchte keine Kinder. Das ist meine aktuelle Vorstellung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, welche zu wollen. Aber ich glaube, dass gerade das so ein Thema ist. Vielleicht würde das die richtige Partnerin ändern. Vielleicht würde durch eine gemeinsame Beziehung und durch das Gestalten eines gemeinsamen Lebens dieser Wunsch in mir entstehen und wachsen. Das weiß ich doch nicht. Aber so werden Dinge, die quasi erst im Laufe einer fortschreitenden Beziehung überhaupt eine Rolle spielen, ein Diskussionspunkt sein können, vielleicht sogar auch ein Trennungsgrund sein können. Man weiß es nicht. Aber so etwas, was quasi am Anfang einer Beziehung sonst überhaupt nicht zur Sprache käme,
oder sehr unwahrscheinlich irgendwie ernsthaft zur Sprache käme, wird da direkt ein Ausschlusskriterium. Das finde ich sehr irritierend. Und so gibt es halt immer, so gibt es halt viele Details, die dann direkt irgendwie ein Ausschlusskriterium werden, wo ich dastehe und ich ertappe mich auch selber dabei übrigens, ne? Und das finde ich halt irgendwie sehr, sehr irritierend. Und ich denke, dass da das Online-Dating definitiv noch viel Luft nach oben hat. Man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, dadurch, dass mir ja jegliche Erfahrung in Sachen Beziehung fehlt und ich glaube auch in Sachen Flirten fehlt, bin ich tatsächlich sehr romantisiert in meiner Vorstellung, wie Liebe und Beziehung funktionieren. Und vielleicht auch etwas verblendet. Ich habe da sehr idealistische Vorstellungen, was Romantik ist, was Liebe ist. Ich sage nicht, dass immer alles eitel Sonnenschein ist, aber ich sage, dass es zum Beispiel sowas gibt wie Liebe auf den ersten Blick, dass es die Bereitschaft gibt, bedingungslos zu handeln. Das habe ich auch in der Vergangenheit getan. Es ist ja nicht so, dass ich noch nie verliebt war. Ich war schon verliebt. Ich war in eine gute Freundin verliebt und und habe sehr viel gegeben. Und ich wusste immer, sie hat nie danach gefragt, sie hat nie danach gebeten. Ich bin da auch in der Retrospektive nochmal rangegangen. Sie hat mich auch in keinster Weise manipuliert. Es war mein Wunsch, für sie da zu sein, ihr zu helfen. Das habe ich auch sehr massiv getan, weil es für mich überhaupt nicht auszuhalten war, der Gedanke, das nicht zu tun, weil ich sie halt auch eben geliebt habe. Und das war mir dann auch egal, dass sie mich nicht zurückliebt. Und ich weiß, alle werden auch schon, oh, sie hat dich ausgenutzt, aber also ihr, ich und sie, wir waren die einzigen beiden, die in dieser Situation steckten. Und ich kann es mit vollster Überzeugung sagen, dass sie da in keinster Weise eine Handlung an den Tag gelegt hat, die mich dahin gedrängt hat, das zu tun. In keinster Weise. Es war meine innere Überzeugung. Und es war, und wie gesagt, das. Also, und so ist halt meine Vorstellung von Liebe und Beziehung ist halt sehr romantisiert. Und ja, es wird auch Krisen geben, es wird auch Streit geben und es wird auch einen schnöden Alltag geben. Aber gerade im Moment sehne ich mich nach so einem schnöden Alltag sehr. Ich sehne mich nach Gesellschaft. Ich sehne mich nach einem Leben, das ich nicht mehr alleine bestreite. Und falls ihr tatsächlich Tipps habt, was ich machen kann, etwas, was auch im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, dann bitte gebt sie mir. Ich glaube, das habe ich neulich auch schon mal gesagt, was mich halt, hier fliegt gerade eine Biene her übrigens, was mich halt auch an dem Thema so irritiert, ist, dass ich es halt nicht wirklich alles in der Hand habe, was da passiert, sondern dass ich ja nur einen gewissen. Ich habe ja nur das, was ich machen kann, das kann ich da kontrollieren. Und das Problem ist halt, zum Beispiel bei der Ernährung. Ja, bei der Ernährung kommt es nur auf die Dinge an, die ich tue. Und aber bei Liebe, Beziehung und Partnerschaft kommt ja noch mindestens eine zweite Person ins Spiel. Und darüber habe ich ja keine Kontrolle. Und die möchte ich ja auch gar nicht haben. Ich mag dann so. Ich mag auch zum Beispiel so verklärte Ja-Sager oder so nicht. Ich möchte gerne vollständige Menschen und etwas, was mir auch extrem wichtig wäre. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade über die Dinge rede, die mir in einer Beziehung wichtig wären, aber gut. Man kennt ja diese Paare, die, sobald sie zusammenkommen, hören sie auf, als Individuum zu existieren und es gibt sie nur noch im Paket. Und das finde ich sehr irritierend. Und ich bin sehr froh, dass bei allen Pärchen, die ich zum Beispiel in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, dass es da nicht so ist. Dass es quasi bei einem sehr, sehr gut befreundeten Ehepaar von mir ist es so, es gibt quasi drei, es gibt quasi drei, wie soll man das sagen, Komponenten. Ich habe gerade einen Puls auf der Entschuldigung.
Es gibt quasi drei mögliche Konstellationen. Es gibt sie alleine, es gibt ihn alleine und es gibt die beiden als Pärchen. So, und so da, das finde ich halt sehr angenehm. Ich glaube auch, also die beiden, das ist schon wirklich echt krass. Die haben wirklich da irgendwie so ein Match hingelegt, der super selten ist. Weil das auch ist, die beiden ergänzen sich da, wo es ihnen hilft und sind sich da sehr ähnlich, wo es ihnen manchmal hilft. Also, es ist halt, es ist immer ein bisschen chaotisch, aber es ist halt irgendwie echt, echt cool. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, ja? Ist übrigens leid, ne? Also ist kein Zucker drin. Ja, das Thema Liebe, Beziehung, es ist ein Dauerbrenner-Thema bei mir. Und ich wünschte, ich hätte mehr Ahnung von dem, was ich machen kann. Ich wünschte, ich habe kein Problem damit, introvertiert zu sein. Das hat mir sicherlich auch gerade in den letzten 2,5 Jahren Pandemie sehr geholfen. Ich denke, dass ich alleine durch die Pandemie weniger, sagen wir mal, Folgeschäden davon getragen habe, als Menschen, für die es wirklich extrem wichtig ist, viel Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Das wird mir auf jeden Fall geholfen haben. Ich meine, ich bin ja auch nicht komplett ohne Kontakt ausgekommen und habe auch Freunde vermisst etc. Also so ist es ja nicht und ich sehne mich auch jetzt nach einer Partnerin. Aber das hat mir sicherlich dann schon irgendwo geholfen. Und ich meine, ich habe 91 Kilo abgenommen in dieser Zeit. Habe meine Depression angegangen, habe meine Leidenschaft mit YouTube gefunden. Das ist schon eine relativ stabile Leistung, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das hier soll jetzt auch kein Dating-Aufruf sein. Aber falls ihr Tipps habt, was ich machen kann, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Es ist sicherlich schwer, meine Situation im Detail nachzuvollziehen und sicherlich werde ich auch viele Dinge nicht umsetzen können, weil zum Beispiel auch meine Angststörung dann ins Spiel kommt, was immer eine große Hürde sein wird. Aber ich möchte es versuchen und ich möchte neue Wege beschreiten und ich möchte dieses Thema endlich aktiv angehen und ich möchte das. Ich habe im Moment, glaube ich, einfach das Gefühl in mir, dass ich nicht alles tue, was ich tun kann und das stört mich, glaube ich, daran. Ich glaube tatsächlich, das ist das, was mich mit am meisten stört, dass ich das Gefühl habe, dass es Dinge und Wege gibt, die ich ausprobieren kann, die ich nicht sehe. Und das stört mich. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr gefangen bin in meinen eigenen Gedanken und in meinen eigenen Vorstellungen von dem, was meine Möglichkeiten sind. Und das stört mich. Und das ist mir gerade im Rahmen dieses Videos bewusst geworden. Deswegen dieser Gedankenmittwoch, dieser Meinungsmittwoch dient ja vor allen Dingen auch dazu, dass ich meine Gedanken für mich selber reflektieren kann. Und das habe ich gerade getan. Und somit ist dieses Video schon wieder ein voller Erfolg. Ja. Halleluja. Ja, nein, wirklich, das ist... Wow. Ich merke gerade, dass ich es auch mittlerweile gewohnt bin, alles zu geben, was ich kann. Und das ist auch eine Erkenntnis, etwas, was ich so von mir nicht kenne. Es wird spannend. Ich glaube, da wird noch der ein oder andere Gedanken, Meinungs, whatever, Mittwoch, Reflexionsmittwoch, ich weiß es nicht, Mittwochsvideos, wird da noch Folgen zu dem Thema, gebe ich alles, was ich kann, bin ich das gewohnt von mir, etc. pp. Aber gerade jetzt nervt es mich einfach, allein zu sein. Und das belastet mich und Online-Dating ist halt echt problematisch in diesem Zusammenhang. Es ist halt echt problematisch und es ist eine große, weite Welt, die auch irgendwie dysfunktional ist. Steile Erkenntnis, Martin, steile Erkenntnis. Wie gesagt, schreibt mir eure Tipps gerne in die Kommentare. Wie geht ihr damit darum, einsam und allein zu sein? Stört es euch vielleicht gar nicht, ist es genau das, was ihr wollt? Das ist ja auch eine durchaus valide Antwort. Braucht ihr es vielleicht gerade, seid ihr gerade in einer Phase, wo ihr alleine seid und das auch braucht? Auch das ist ja ein wichtiger möglicher Standpunkt. Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Ansonsten gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Je mehr einen Daumen nach oben meine Videos kriegen, desto mehr Leuten werden sie vorgeschlagen. Und vielleicht ist bei den Leuten jemand dabei, dem es gerade hilft, der sich ein bisschen abgeholt fühlt durch meine Videos. Von daher gerne der Daumen nach oben. Genau das gleiche, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalasst. Würde mich auch sehr freuen. Ihr könnt unten auch auf Thanks klicken. Da könnt ihr mir eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ihr könnt mir auch einen virtuellen Kaffee auf Ko-fi spendieren. Das ist alles unten verlinkt.
Ihr könnt mir auch gerne auf Patreon folgen, monatlich. Ihr könnt eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Ihr könnt im Shop vorbeischauen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Und die alle helfen mir dabei, meinen Traum als Content Creator, mein Leben zu fristen. Das alles hilft mir dabei, dass dieser Traum jeden Tag ein bisschen wahrer wird. Ja, ansonsten Instagram, Twitter, ihr kennt den ganzen Sermon. Aber ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt einen entspannten Tag, einen sonnigen Tag. Und wir sehen uns, nein, ihr seht mich tatsächlich im nächsten Video.